Hey, meine Lieben, und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Elder Scrolls auf Skyrim. Immer noch die Questreihe der dunklen Bruderschaft. Jetzt reisen wir nach Volrund. Ich glaube, da war ich sogar schon. Nicht, das ist hier. Hier, da würde ich mal sagen, reise ich zu Lorelei's Hof. Gehe von da aus dorthin. Oh, das liegt sogar in der Richtung. Gut, gut. Das Heu, das nehme ich aber mit. Den Grund, dass ich... Woher seid ihr gekommen? Hm? Ach, ein Drache. Ein Ältestendrache. Warte mal, welchen Schrei habe ich ausgewählt? Ja, ob der mich jetzt wirklich intensiv gesehen hat. Anstalten macht er nicht wirklich. Nö. Ja. Er konzentriert sich gar nicht auf uns. Der fliegt ziemlich seltsam. Der beißt ganz schön gut zu. Was dazu? Und ich muss gleich wieder heilen. Was ist jetzt? Gleich mal heilen. Und noch mal heilen. Und jetzt bam. Bam. Das hätten wir geschafft. Mein alter Drache haben wir gerade besiegt. Aber ja, man merkt, die machen eindeutig sehr, sehr, sehr viel Schaden. So, weiter geht's. Alter Finne. Wenn ich mich nicht die ganze Zeit kalt hätte, hätte er mich irgendwann geschafft. Jung, 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 jung. Einer Fun Fact, das war mein zweiter alter Drache. Ich glaube nicht, dass die mega selten sind, aber ich habe das Spiel fünfmal privat durchgespielt. Davon habe ich ältesten Drachen vielleicht jetzt, wie gesagt, jetzt, das war jetzt mein zweiter.
Haben wir doch wollen rum. Da ist eine Truhe, die nehme ich jetzt mal als erstes. Gold. 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 Schnell speichern. Da ist noch eine Truhe. Ja, okay, kann man mitnehmen. Denkst du mal einsatzweise dran? Weil, wenn er da schon Skelett so da hockt, dann gebe ich euch Brief und Siegel, dann steht das Skelett auf. Gold? Ein Tagebuch. Hedix Notiz zu Wollonrud. Ich war skeptisch, aber jetzt ist es offensichtlich, in den alten Hymnen steckte Wahrheit. Das Relief war nicht weit vom Eingang, so wie es gesagt, sie sagten. Ich habe keine Zweifel mehr, dass es den Eingang zu Knevelins Grabstätte verbirgt. Die beiden Schlüssel müssen irgendwo in der Nähe versteckt sein. Zeremonielle Kopien von Okin und Edui, den Waffen, mit denen Knevel am liebsten in die Schlacht zog. Doch ich wage nicht weiter, solange ich keine Leibwächter zur Bekleidung angeheuert habe. Zu denken, Knevel, der Häuptling der Zungen, könnte hinter nur wenigen Fuß tiefen Gestein bestattet sein. Der Vorfahr, an dem wir kaum geglaubt hatten, hatte wirklich gelebt. Zweimal verdammt soll ich sein, die törichte Exkursion geplant zu haben. Ich hätte die Söldner gleich anheuern sollen, vielleicht besteht dafür keine Notwendigkeit. Das hier ist schließlich nur eine Grabstätte und nichts weit weist darauf hin, dass sie bewohnt werde. Es ist ja nicht, als würden es den seit tausend Jahren Toten etwas ausmachen, wenn ich mich hier ein wenig umsehe. Sag das nicht in Skyrim so laut. Die stehen schon gerne auf und sagen, hey, was soll das? Wir wollen unsere Ruhe. Hier liegen schon mal Gebeine. Aber ich schätze mal Draugre oder Skelette. Draugre, okay. So, der ist schon mal erledigt. Oh, das ist ein bisschen stärker, wa? Okay, jetzt ist er gelähmt. Den hätten wir erledigt. Okay, da erwische ich ihn nicht. Aber der Schuss mit der Lähmung ist schon geil bei dem Bogenschießen. So, na wo bleibt er denn? Okay, den erreiche ich jetzt erstmal nicht. Der bald wieder oder der andere? Wer ist da? Ja, okay, jetzt rennt er weiter. Was gehört habe. Ja, Serena ist wieder im Kampfmodus. Das mit den NPCs haben sie echt dumm gemacht. Entschuldigung, wenn ich das so sage. Komm zurück. Ja, der wird wohl kaum. Nur wenn du sagst, kommen. Erscheinen. Ja. Na, wer steht denn da? Und auf Wiedersehen. Sorry, aber du hast mir gerade die beste Zielscheibe geboten. Einfach dumm dastehen und mich böse angucken, das bringt dir nicht viel. Verfolge aber trotzdem weiter die Dunkelbruderschaft-Quest. Ich will nur die Gegner loswerden.
Er steht da nur da. Bam. Kaum ist es früh. Hoch da unten von meinem Haus, der Wahnsinn. Ei. Fisch. Hätte jetzt noch gefehlt, wenn der Traugr so gemacht hätte. Den helme ich jetzt nicht mit, der ist wert. Komm mir klar. Und Beine wegziehen und auf den Schädel. Mit euch kämpft es sich gut. Das sind ja auch keine schweren Gegner. Solange der nicht am Rumstöhnen ist, darf er ruhig mit. Oh, ich muss meinen Bogen wieder auffüllen, merke ich gerade. Mächtiger. Okay. So. Jetzt glaube ich eh nicht lang, wo wir jetzt gerade waren, oder? Ich meine, hier hast du bloß die komische Gruft hier mit dem Skelett, mit dem Schwert da. Ach, Zimmeronien-Schwert. Müssen wir mit. So. Hier sollte man dringend mal Staub wischen. Hier überall diese Spinnenweben, ist doch furchtbar. Die habe ich schon erwischt. Da haben wir den anderen Dude. Danke, danke, danke. Die Feimer-Pfeile kannst du behalten. Hallöchen, danke, danke, danke. So, gehen wir wieder hier rüber. Okay, das sind eine Menge Trauger. Erstmal mal durchsuchen. Sogar ein Fürst haben es gelegt. Oho. Oh, eben hier zwei Händer. Nimm ich mit. Den Hammer kannst du behalten. Den allmächtigen Göttern. Ihr seid gekommen. Ihr seid wirklich gekommen. Dieses schreckliche schwarze Sakrament. Es hat funktioniert. Schweigen. Also, gut. Ihr hört wohl lieber zu, wie? Nun, ihr müsst die dunkle Bruderschaft repräsentieren. Zumindest habe ich niemand anderen erwartet. Also komme ich gleich auf den Punkt. Ich habe einen Auftrag für euch. Eigentlich sogar mehrere. Ich wage zu behaupten, dass es die wichtigste Aufgabe ist, die eurer Organisation seit, ja, Jahrhunderten übertragen wurde. Reicht weiter. Wie gesagt, ihr sollt für mich mehrere Leute töten. Ihr werdet bemerken, dass sowohl die Ziele als auch die Art ihrer Eliminierung recht abwechslungsreich sind. Jemand von eurem Schlag wird vermutlich sogar Vergnügen daran finden. Doch ihr solltet auch wissen, dass die Morde lediglich ein Mittel zum Zweck darstellen. Denn sie ebnen euch den Weg zum wichtigsten aller Ziele. Der wahre Grund, aus dem ich in den Tiefen dieser scheußlichen Krypta mit einem Halsabschneider rede, es geht nämlich um die Ermordung des Kaisers. Balken. Es ist eine schockierende Bitte, ich weiß. Aber es gehört doch zu dem, was ihr von der dunklen Bruderschaft so macht, oder nicht? Wenn man den Überlieferungen Glauben schenken darf. Ihr müsst das verstehen. Auf diesen Tag habe ich lange hingearbeitet. All die Planung, all die Taktiererei. Nun, da ihr hier seid, ist es, als stünden selbst die Sterne endlich richtig.
Aber ich schweife vom Thema ab. Hier, nehmt die hier mit. Überbringt sie bitte eurem Vorgesetzten. Rexus, die Gegenstände! Mir wurde immer gesagt, ich solle Ruinen wie dieser aus dem Weg gehen. Jetzt weiß ich auch warum. Hier. Hier. Dem versiegelten Brief könnt ihr entnehmen, was zu tun ist. Das Amulett ist recht kostbar. Ihr könnt damit all eure Unkosten bezahlen. Ja, dann lesen wir mal diesen Brief. Bücher. Irgendwas mit versiegelt wahrscheinlich. Ich glaube nicht, dass der das ist. Zauberspruch, schwarzes Buch, Freude ein, Rätsel, Maske, ist der Schönwetterfisch, Kuration, bitte. Nee, das wollte ich doch nicht, Mann. Das war ein kleiner Fail. Nee, das war's auch nicht. Der Typ heißt doch Marutius oder irgendwas. Ja, okay, das wird schon klar gehen. Kann ich sonst noch etwas? Nö, alles gut. Ich hab geboren am Montmortier bis zu meinem letzten Abend. Achso, mit A fängt er an. Hochgeschätzter Aufseher, wie eurem Untergebenen bereits mitgeteilt wurde, wünsche ich eure Organisation für eine heikle, diplomatische Aufgabe anzuheuern. All das würde natürlich in einem historischen Treffen mit den Anführern höchstpersönlich gipfeln. Um eine Audienz bei den Anführern zu halten, müssen zunächst eine Reihe vorgängiger Treffen stattfinden. Diese habe ich folgende ausgeführt. Erstens, ihr müsst der kommenden Hochzeit im Tempel der Göttlichen in Einsamkeit beiwohnen. Die Braut muss ein Geschenk erhalten, das sie nie vergessen wird. Ganz Einsamkeit muss über den Geschenk sprechen, sodass es zweifelfrei das Ohr des Anführers erreicht. Zweitens, ein gewisser hochrangiger und dauerhaft im Himmelsrand stationierter Offizier ist für die Sicherheit des Anführers verantwortlich. Wenn er sich zu einem Besuch entscheiden sollte, wenn dieser Offizier von dieser Reise des Anführers erfährt, wird er die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen treffen. Ihr müsst, wenn ihr dieses Offizier erfahren, um sicher zu gehen, dass bei eurer Audienz mit dem Anführer für ausreichend Sicherheit gesorgt ist. Drittens, vor einigen Monaten plante der Anführer eine Reise nach Himmelsrand, die unerwarteterweise abgesagt wurde. Damals wurde ein weltberühmter Koch und Himmelsrand gebracht, um ein Festmahl zu kochen. Dieser Koch ist auf Abruf im Himmelsrand verblieben. Ihr müsst ihn überzeugen, dass es euch eine Ehre wäre, an seiner Stadt für den Anführer zu kochen. Mir ist klar, dass diese Anweisungen nicht sehr genau sind und ich fühle mich aber die Unklarheit dient der Sicherheit. Sicherlich verfügt eine Organisation wie die eure über die nötigen Mittel und Ressourcen, um vor jedem Treffen alle relevanten Informationen in Erfahrung zu bringen. Wenn der letzte Teil unserer Abmachung durchgeführt wurde, ihr eine Audienz mit den Anführer erhaltet und das Geschäft erledigt habt. Wenn ich mich die letzte Zahlung betreffe, wieder mit euch in Verbindung setzen. Mit besten Grüßen, ein Freund. Hey. Um Zug zu dienen. Vergesst das nicht. Ja. Das könnte mich so ein publiker, kaiserlicher, also mir nichts, dir nichts einfach umbringen. Ich glaub's wohl selber nicht. So, dann ich nochmal zurück zur dunklen Bruderschaft. Ich mal. Die wird jetzt Augen machen, die Astrid. Die wird jetzt Augen machen.
Ihr seid zurück, gut. Also, was nun? Habt ihr euch mit diesem Mutier getroffen? Was wollte er? Mutier wünscht, dass wir den Kaiser ermorden. Das ist nicht euer Ernst. Außer das Amulett und das versiegelten Brief zeigen. Was ist das? Dem Brief wird alles erklärt. Das Amulett soll unsere Ausgaben kompensieren. Bei Cities, ihr meint es ernst. Den Kaiser von Tamriel töten. Die dunkle Bruderschaft hat seit der Ermordung von Pelagius nichts derartiges getan. Um genau zu sein, hat es seit dem Attentat auf Uriel Septim niemand mehr gewagt, einen Kaiser von Tamriel zu ermorden. Und das ist schon über 200 Jahre her. Die Mutter der Nacht würde uns bestimmt nicht in die Irre führen. Nein, das würde sie ganz sicher nicht. Und aus welchem Grund auch immer, sie hat sich entschlossen, Mutiers Informationen an euch weiterzugeben. Ich bin mir nicht sicher, was hier genau vor sich geht. Ob ihr nun tatsächlich der Zuhörer seid, ob es sich um einen Zufall handelt oder etwas ganz anderes. Doch was wir nun vor uns haben... Wir nehmen den Auftrag also an. Und ob wir das werden. Wenn wir damit erfolgreich sind, wird die dunkle Bruderschaft wieder respektiert und gefürchtet sein, wie seit Jahrhunderten nicht mehr. Glaubt ihr wirklich, ich würde eine Gelegenheit auslassen, meine Familie zu Ruhm und Ehre zu führen? Aber das ist mir alles etwas zu viel. Ich brauche Zeit, um den Brief zu lesen, zu überlegen, wie es weitergehen soll. Und dann dieses Amulett. Was denkt ihr? Ich denke, dass jemand dieses Amulett begutachten muss. Ich will wissen, woher es stammt, wie viel es wert ist und ob wir es tatsächlich verkaufen können. Und es gibt nur einen Mann, der uns in dieser Sache helfen kann. Delvin Mallory. Er ist ein Hehler, arbeitet nur für sich selbst. Er operiert vom Rattenweg aus in Rifton. Gebt mir den Brief, bringt Mallory das Amulett. Findet so viel heraus, wie ihr könnt und verkauft es, wenn er daran interessiert ist. Er wird euch einen Bürgschaftsbrief anbieten, das geht in Ordnung. Delvin Mallory und die dunkle Bruderschaft hatten bereits miteinander zu tun. Wir können ihm vertrauen. Okay, aber ich setze mich jetzt mal hier hin, Freunde, denn die Folge ist jetzt schon wieder vorbei. Danke euch fürs Zuschauen und natürlich nicht vergessen, hier drüben über mir kommt ihr zu Two Words, auch ein sehr geiles Let's Play von mir. Sehr geiles Let's Play von mir. Auch ein geiles Rollenspiel. Schaut einfach mal rein, lohnt sich. Dann sage ich mal demnächst.